Hallo, hier ist der Marcel aus dem Autoladen Dresden. Und zwar habe ich euch heute einen Ford Mondeo mitgebracht. Das Fahrzeug ist eine Inzahlungnahme. Und das Fahrzeug ist aus Baujahr 2015. Das ist ein Ford Mondeo Titanium-Ausstattung und ja, hat circa 90.000 Kilometer gelaufen. Lasst uns was zum Fahrzeug sagen. Es hat eine schöne Innenausstattung, schwarz-schwarzes Fahrzeug, sozusagen schwarze Lackierung, schwarzer Innenraum und ja, steht gut da, hat die Note 2 verdient, wie ich finde. Er hat ein paar Steinschläge vorne, bleibt bei einem schwarzen Auto aber auch nicht aus, was ein paar Kilometer gelaufen hat. Und ja, aber alles in allem finde ich, muss ich sagen, ist es echt ein schönes Fahrzeug. Vor allen Dingen Preis-Leistung ist halt das, was Ford ausmacht. Du kriegst viel Ausstattung für einen humanen Taler. Ja, das ist eben das, warum sich viele auch dann für einen Ford Mondeo entscheiden, weil der praktisch ist, auch einen großen Kofferraum mitbringt, größer ist wie bei einem A4 zum Beispiel. Das macht halt Ford Mondeo aus. Ja, Eugen, lass uns einfach mal hier rumgehen und dann gucken wir uns das mal an. Du kannst doch gerne mal schön über die Flanke hier filmen. Im Übrigen bekommt ihr hier ein paar Friedestein Allwetterreifen mit dazu. Felgen sind auch noch im richtig guten Zustand. Bremsen sind neuwertig. Und ja, alles in allem ein tolles Fahrzeug. LED-Blinkleuchten im Außenspiegel mit integriert. Und ja, lass uns da mal hier reingucken. Das ist eine Teillederausstattung. Viele elektronische Helferlein hier mit an Bord. Es ist eine Automatik im Übrigen. Und ich glaube sogar schon ein digitales Cockpit. Ich habe den Schlüssel einstecken. Ich steige einfach mal ein und dann gucke ich mal nach. Da kannst du nämlich dann gerne mal hier filmen. Ist wahrscheinlich dann hier auch Keyless. Dann machen wir hier einfach mal, genau, also hier ein Converse Plus ist mit dabei. Und das ist alles hier digital schön hinterlegt. Und wie ich finde, auch schön alles abgestimmt hier. Nichts überladen oder irgendwas, wie man das beim Opel Insignia kennt. Ja, tolles Fahrzeug. Und muss ich sagen, auch hat mittlerweile bei Ford einen gewissen Oberklasse-Charme, was das Fahrzeug mitbringt. Also man würde jetzt nicht unbedingt denken, dass man hier in einem Ford Mondeo sitzt. Oder in einem Ford von vor 20 Jahren oder irgendwie sowas. Ne? Also überhaupt nicht mehr vergleichbar. So, dann lasst uns nochmal rausgehen. Und dann gucken wir hinten nochmal rein. Ist jetzt heute etwas dunkel hier. Ich hoffe, man kann es sehen. Auch schön alles noch erhalten sozusagen, nichts irgendwie ja, großartig abgesessen oder so, wie man das da so schön sagt. Es waren hier Kinder mit dabei, das kommt von der Familie, das Fahrzeug. Die haben jetzt einen Charan bei uns gekauft, weil die Familienzuwachs gekommen. Ja. Und du kannst du gerne mal reinfüllen, Eugen, genau. So, da gehen wir mal hinter zum Kofferraum. Ich muss sagen, ich habe schon lange nicht mal in den Ford Mondeo, in den neueren Ford Mondeo reingeguckt. Eine elektrische Heckklappe ist mir dabei. Simsalabim. Hier hinten liegt noch ein Trennnetz mit. Die Anhängerkupplung ist hier mit dabei. Ja, doppelten Ladeboden hast du. Man kann es natürlich noch schön umklappen hier und dann hat man richtig Platz für den Einkauf im Baumarkt oder so. Ja. Dann, nee, das ist keine elektronische Erklärung, oder? Doch, siehe da. Simsalabim, Eugen, vielen Dank dafür. Das ist Kollege. So, elektronisch sage ich schon, LED-Rücklichter habt ihr mit dabei. Kannst du auch gerne nochmal über die Flanke filmen. Das Fahrzeug ist im Übrigen aufbereitet worden, steht echt schick da. Keine großartigen Beschädigungen oder irgendwas dabei. Natürlich ein paar Gebrauchsspuren wirst du immer finden, wie eben vorhin gesagt, die Steinschläge da, aber das bleibt halt nicht aus. Das Fahrzeug, wir gehen mal wieder vor, das Fahrzeug wechselt den Besitzer für 16.990 Euro. Dafür bekommt ihr auch die Einjahres-Premium-Plus-Garantie mit dazu. Das heißt, für ein Jahr seid ihr da safe. Wenn irgendwas passieren würde, das ist im Übrigen eine 160-Geschichte, 100% Lohnkostenübernahme, 60% der Teile bei dem Kilometerstand. Und ja,
Freie Werkstatt ist mit an Bord, im Übrigen auch europaweit. Könnt ihr in die Werkstatt eures Vertrauens gehen, wenn wirklich innerhalb eines Jahres was sein sollte. Ansonsten, wenn euch das Fahrzeug gefällt, ruft uns an. Wir können uns dazu am Telefon besprechen. Wir können Inzahlungnahmen prüfen, Finanzierung prüfen. Alles quasi miteinander besprechen, bis auch die Auslieferung vor Ort, je nachdem, wo ihr wohnt, bundesweit. Und ja, somit, wie gesagt, kontaktiert uns. Auf allen Kanälen sind wir vertreten, Instagram, Facebook und YouTube werden die Videos auch teilweise hochgeladen. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bis dahin, viele Grüße aus dem Autoladen. Tschüss, tschüss.